Guten Abend, gute Nacht. Mein Mikrofon ist angemacht. Hallöchen Mia, Hallöchen Nachtara, Hallöchen Ari. Na, was geht? Was treibt ihr Stücke? Es ist dunkel und ich bin eben auf meinem Schreibtischstuhl ein bisschen eingeschlafen, denn ich war beim Friseur nochmal ganz schnell irgendwie so ein bisschen hier die Frisse stutzen, weil mir die Haare doch bis in den Nacken runter wuchsen schon. Ja, und es ist jetzt der letzte Stück Hochsommer mit über 30 Grad hier, also möchte ich ja nochmal so ein bisschen Luftfreiheit haben hier am Nacken. Und dann habe ich Fettdöner gegessen mit allem drum und dran und Ayran reingekloppt, so leckeres Kirsch-Ayran. Und dann bin ich hier auf dem Bürostuhl eingeschlafen, noch ein paar Dinge geklärt und der Tag ist heute irgendwie so ein bisschen schnell vorbeigegangen, muss ich irgendwie sagen. Guten Abend, Thion. Und du klingst immer wie so ein, Thion klingt für mich immer so ein bisschen wie ein leckerer Käse, tatsächlich. Und Mia, no proof. Hallo, Andrea. Andrea! Andrea! Andrea, weißt du was? Ich habe Infos. Und guten Abend, Nisu. Und ich hau euch alle. Aber ganz lieb nur, ihr kennt mich ja. Also erstens, Andrea, ist tatsächlich Season 2 Ankündigung das, was ich sagen wollte. Außerdem habe ich noch eine andere News von etwas, das veröffentlicht wird. Heute würde ich auch nicht mit Dungeons & Dragons weitermachen, meine Lieben, denn morgen werde ich den kompletten Tag auf der Gamescom sein, von morgens bis abends und nachts und überhaupt. Und als Vorbereitung würde ich mit euch so ein bisschen gucken, was die Gamescom dieses Jahr so zu bieten hat und alles. Also einen kleinen Stream machen, wo wir mal ein bisschen gucken, was hier und da rauskommt, was hier und da, ne, und dann würde ich mit euch schon mal so einen kleinen Plan machen, was ich mir morgen angucken wollte und so. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum warst du denn nicht heute da auf dem Fachbesuchertag? Ja, ist richtig. Fachbesuchertag, da würde man eigentlich noch einfacher überall reinkommen, ne? Das ist schon irgendwo richtig. Aber morgen ist etwas ganz Besonderes, das heute nicht ist. Und außerdem ist alles so ein bisschen auf den letzten Drücker passiert mit der Planung, weil ich ewig auf eine Zusage gewartet habe für etwas, das morgen ist und nicht heute. Etwas sehr Wichtiges. Und da habe ich quasi bis heute aufs Okay gewartet, wisst ihr? Und zusätzlich habe ich dann auch ganz vergessen, dass du ja auch erstmal verifiziert werden musst als Fachbesucher. Das habe ich auch alles erst gestern Abend in die Gänge geschoben und heute geklärt. Und, ne? Außerdem musste ich Verbindungen klären, weil die Hälfte gesperrt ist. Wir sind keine Aussteller, also muss ich für morgen, nur für morgen, 150 Öcken blechen für die ganze Chose. Naja. Dann war ich endlich mal wieder im Haushaltsbuch, wo ich lange nicht drin war und gedacht habe, oh, ich habe bestimmt diesen Betrag auf dem Konto. Aua. Und habe festgestellt, ich habe mehr als 500 Euro mehr als gedacht auf dem Konto. Deswegen habe ich offenbar die letzte Zeit ein bisschen besser gelebt, als ich befürchtet habe. Also ja, meine Lieben, ich gebe offensichtlich weniger Geld aus, obwohl gerade alles Mögliche gerade, ne? Ich muss auch die Tage ein neues Kabel kaufen für meine Index. Da sehe ich immer mehr so ein bisschen Schnee im Hintergrund. Das Kabel kriegt langsam Kabelbruch. In der einen oder anderen Woche wird es durch sein. Auch möchte ich mir dann irgendwann hier noch eine dritte Basisstation holen, um den letzten toten Winkel zu killen. Weil ich so langsam auch keine Geduld mehr habe, darauf zu warten, dass Index irgendwie eine kabellose neue Version ankündigt. Ich denke mal, dass ja, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Full-Body-Tracking trotzdem immer besser laufen wird, wenn du halt die blöden Stations auch anlässt. Ja, ne? Naja, wie dem auch sei. Ganz, ganz viel Gewusel hier. Ja, Mia, da musst du mich wohl jetzt mal quasi zur Strafe anfallen. Hallo, Karadi, was geht?
Ansonsten, meine Lieben, haben wir uns ja auch erst von Sonntag auf Montag gesehen, ne? Das heißt, ich kann jetzt noch nicht so richtig viel erzählen, was voll spannend passiert ist. Weil Montag und Dienstag und heute quasi ist ja nicht mehr gewesen neben der Arbeit, als dass, wenn ich Zeit hatte, habe ich an Demon-Hour geschraubt und da versucht, Dinge zu fixen. Ventus ist tatsächlich jemand, der fies, richtig fies, jeden Fehler findet, den noch nie irgendjemand irgendwo gefunden hat. Deswegen, ist gerade die Liste mit Dingen, wo ich nochmal ran wollte, lang. Aber schön, schön, schön. Bis Mitte, gegen Ende September habe ich vor, so richtig schön das ganze Performance-Scheiß-Gedöns und hier Bugs, Glitches, bla, alles schön wegzubügeln, dass das eine möglichst fehlerfreie Erfahrung ist, damit ich dann im Halloween-Monat so ein paar neue Inhalte reinballern kann, wa? Oh, du weißt eine Strafe, na, da bin ich aber mal gespannt. Meine Lieben, ich bin nackt. Ich weiß, dass ihr das richtig feiert, aber Twitch nicht. Deswegen gebt mir bitte mal ein, zwei Minuten. Ich gehe jetzt und hole mir etwas Kleidung. Ich war heute auch schon nicht nackt, weil ich war ja auch draußen beim Friseur und Essen und alles. Aber es ist warm, meine Lieben. Sobald ich nach Hause komme, schmeiße ich meist alles von mir, was ich trage. Ne? Weil mir halt warm ist. Und ich habe immer noch die Klimaanlage nicht wieder angehabt, seitdem es die Tage wieder heiß geworden ist. Bin echt mal gespannt. Anfang Juni habe ich die Klimaanlage mal benutzt. Dann war irgendwie der Rest vom Juni und den kompletten Juli war nur Usselwetter. Ja, ich glaube sogar noch Mitte, Ende Juni. Aber so ab spätestens Ende Juni, den kompletten Juli und Anfang August war ja wirklich nur kühl und regnerisch. Das hat echt gut Klimaanlagenkohle gespart dieses Jahr. Ja, Ventilatoren laufen auch bei. Das ist hier an der Grenze zum Aushalten. Wenn Twitch das erlauben würde, würde Fuchs nackt streamen. Ist doch klar, oder? Ach, Dara, was ich meine. Was habe ich denn zu verstecken? Ne? Gewisse Dinge brauche ich nicht verstecken, weil ich habe einen ganz schönen Weitwinkel hier am Computer. Was? Nein, einfach Standbild, genau. Standbild. Besten vor dem Duschgang. Ja, ihr seid mir schon so welche. Meine kleinen süßen Fluffs. Ich ziehe mir jetzt trotzdem kurz was an. Ja, das glaube ich gerade. Das ist, glaube ich. Dach ist schwierig. Das ist, So, dann guck ich kurz. Jubididubididu. Na, 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 na. Kann ich mal aufhören zu gähnen? Einmal einen Döner gegessen und ich bin hier nur noch am vor mich hin siechen. So. So, habe ich alles minimiert hier. Aber sowas von. Nichts macht mich so schläfrig wie ein schöner, fetter Döner mit noch einem extra Dönersalat und dann nochmal Ayran hinterher. So, ich zieh mir jetzt was an. Gib mir zwei Minuten.
Hallöchen, na? Bis gleich, Karades. Fehlen da sich was? Sicherheitsdöner? Zwei oder drei? Du kannst aber ganz schön viel verdrücken, Seberlein. Hallöchen, na? Ah, sag mal, Seba, bist du eigentlich auf der Eurofluence? Ich sehe wieder ein bisschen brav aus heute, weil ich ja gerade erst beim Friseur war. Letztes Mal gingen mir die Haare ja noch hier. Den Nacken runter. Ich muss aber noch einmal drüber glätten. Damit diese Wellen auch anliegen und das wieder alles ein bisschen... Sieht schon wieder viel zu brav aus. Das wird die nächsten zwei, drei Wochen eh wieder verwachsen. Warum denn nein? Aber Seba, ich weiß nicht, ob ich dir das erlaube, da nicht zu sein. Ich weiß es nicht. Sonst beiß ich dich. Das freut mich, dass man das so tragen kann. Prösterchen. Jetzt erstmal wieder Energy Drink. Ich bin so ein gesundes Ernährungstier. Es gibt, meine Lieben, ein Problem mit meiner Map. Guckt mal, das ist meine Map hier, ne? Und die hat ein Problem. Und zwar dieses Terrain hier draußen ist kein einfaches Mesh, sondern Terrain Group. Ne? Das ist eine Terrain Group und zwar Terrain Nummer blablabla. Das heißt, es ist ein eigenes System von Unity Terrain darzustellen. Das Schöne hier dran, man sieht hier um die Bäume, hast du hier eine andere Farbe des Untergrunds quasi als hier. Oder auch hier, wo die Büsche sind und so. Du kannst halt verschiedenste Arten von Texturen ineinander blenden hier, ne? Leichter. Und außerdem kannst du die Höhenunterschiede hier so ein bisschen, dass es halt nicht eine glatte Platte ist. Jetzt habe ich allerdings auch, meine Lieben, das hier. So, ein Occlusion Culling System. Das heißt, die Kamera, die jetzt gerade hier angezeigt wird, ja, die bestimmt quasi, was gerendert wird. Das sieht erstmal alles gut aus, ne? Es wird immer nur das gerendert, was auch benötigt wird. Und der Rest wird ausgeblendet. Nett, ne? Das hat dazu geführt, mit einigen anderen kleinen Verbesserungen, dass die Framerate sich hier mehr als verdoppelt hat. Alles ganz schön. Das Problem ist, das funktioniert auch hier in Unity, aber in der virtuellen Realität, wo du Kamera für linke Auge, Kamera für rechte Auge etc. pp. Hast, funktioniert das nicht so perfekt. Um nicht zu sagen, das größte Problem, was mich gerade am meisten ärgert, ist, sobald du in der virtuellen Realität auf dieser Map bist, ist das Terrain unsichtbar. Das Mesh geht noch, ne? Die Physik hört ja nicht auf, aber es wird nicht mehr angezeigt. Jetzt ist die Frage, was würdet ihr machen? Ich habe schon sowas gemacht, wie hier oben im Static Occluder und Occludie rauszunehmen. Eigentlich ist das jetzt nichts mehr, was verdeckt oder verdeckt werden kann. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Witzig, ne? Ändert ja nichts an der Tatsache. Selbst hier im Occlusion Culling sieht man, dass es verdeckt wird. Und, ne, dass es ausgeblendet wird. Obwohl ich beim Terrain gesagt habe, kein Occluder und kein Occludie. Juckt's nicht. Ich habe auch den Layer Environment schon eingestellt. Und ich habe alle möglichen Dinge getan, geguckt, dass auch bloß Materials benutzt werden, die überhaupt bewuselbar sind und nicht zu irgendwelchen Problemen führen, bla. Ich habe im Forum gefragt. Ich habe mit ChatGPT 9 Wege durchgearbeitet, dieses Problem zu beheben. Es ist nichts passiert, meine Lieben. Man könnte jetzt einfach sowas machen, wie hier die Occluding-Box, also innerhalb der occluded wird, aufs Haus zu begrenzen.
Dann ist nur im Haus das fancy Frames-sparende System an. Und sobald du außerhalb davon bist mit deiner Kamera, nicht mehr. Das heißt, dann ist das Terrain wieder da und alles andere gleichzeitig. Also ein bisschen schwierig, ne? Oder man macht das Occlusion Culling wieder aus. Aber nur dafür, dass dann das Terrain... Was würdet ihr an meiner Stelle machen, damit das Gras, wenn du rauskommst, nicht einfach unsichtbar ist? Habt ihr eine Lösung? Ich hab schon eine. Weil, meine Lieben, als Game Designer ist man laufend darauf angewiesen, wenn man auch mal etwas nicht versteht und nicht debuggen kann, dass man halt kreative Turnarounds macht, durch die es dann trotzdem irgendwie wieder funktioniert. Und ja, mir ist schon eine Sache in den Kopf gekommen, die ich machen könnte. Um das so ein bisschen zu ermogeln. Die Öhrchen, ich sehe schon. Na, Mierlein. Hallo, Christian. WB, was ist da los? Und ich finde auch schön, guckt euch das mal an, dieses System hier, Screen Space Reflections, ne? Wie ich die ewig ausgelassen hatte, weil ich dachte, nee, nicht noch mehr für die Map hier hinzufügen, ne? Hier was, aber guckt mal oben an die Decke. Oder hier, wenn wir die richtige Beleuchtung einstellen. Es ist schon schön, ne? Irgendwo bin ich jetzt doch ein bisschen glücklich. Also, dass ich diese Reflections eingebaut habe. Ne? Das ist schon schön, ne? Kann man ja nicht anders. Ja. RTX on. Nee, ist nur gemogelt mit Screenspace Reflections. Aber Screenspace Reflections sind nun mal viel länger schon bekannt als Raytracing. Das heißt, die Techniken rund um Screenspace Reflections sind nochmal wesentlich, besser ausgearbeitet halt nach 20 Jahren, als das neue RTX-System war. Außerdem brauchst du bei RTX ja wieder spezielle Gedönsigkeiten. Das ist ja. Na, wie geht's dir, Jafferlein? Der Grafikfuchs ist aktiviert. Ja. Man arbeitet doch stetig dran. Ich programmiere derzeit in SAMI und dort gibt es kein Object Merge, keine Functions, keine Rekursivität. Trotzdem hinbekomme eine rekursive Funktion, welche Objekte mergen kann zu faken mittels quasi GoTo und Qs. Verstehe ich. Was meinst du mit, dass du morgen dann Sven kriegst, Christian? Bist ja los? Verstehe ich. Ich erinnere mich, als ich damals objektorientiertes Programmieren gelernt habe, da habe ich ein Rollenspiel in der Konsole entwickelt. Also so ein Text-RPG wollte ich machen. Und dann habe ich halt meinen Lehrer gefragt, wie kann ich irgendwas animieren in der Konsole? Er hat gesagt, die Konsole ist eine Textausgabe, da kannst du nichts animieren. Einen Tag später hat mich der Chef von der Schule gepattet und Däumchen gegeben, weil ich etwas in der Konsole animiert habe. Man kann schon mogeln, ja. Das freut mich, Ari. Und keine Angst, Ari, das Labyrinth ist auch noch ein Working Ground. Da ist noch vieles nicht so richtig. Es wird irgendwann schon so sein, dass dort Dinge drin sind im Labyrinth, dass du wenigstens grob irgendwie eine Idee hast, wo du ungefähr dich befindest, dass du sagen kannst, oh warte, hier bin ich schon mal dran vorbeigelaufen. Und zwar nicht nur alle 100 Gänge einmal ein Kämmerchen oder so. Das ist ja noch alles in the making. Das ist eindeutig Prä-Alpha, ja. Kleine Erklärung, wie das funktioniert hat, etwas in der Konsole zu animieren. Ich habe ein ASCII-Art gemacht. Und habe anschließend mit Befehlen, die etwas woraus löschen und wieder inserten,
Dinge ausgetauscht und dann halt einen Wait-Timer eingebaut, dass ich halt am Ende 30 Mal die Sekunde etwas rausgeschnitten und wieder reingefügt habe, dass am Ende aber alle Zeilen des Bildes immer voll waren, sodass ich im Endeffekt aus Zeichen basierend einen Film in der Konsole gemacht habe. So viel zu, man kann da nichts animieren. Doch, kann man schon. Hast die komplette Texturausgabe gecleared und neu gezeichnet? Nope. Ich habe nichts gecleared. Ich habe das bestehende Bild immer wieder bearbeitet, weil ich immer nur kleine Schnipselchen ändern musste, damit Dinge sich ändern. Ne? Auf dem Bild. So habe ich auch das Menü gemacht. Es gab einen Kampf, also es gab ein Inventarmenü, wo ich so ein Rollenspiel-Inventar aus ASCII quasi gebaut habe. Und die einzelnen Platzhalter quasi, da habe ich dann Befehle eingebaut im Sinne von im Menü, dass es daraus besteht aus einem Wert X. Und der Wert X ist in der Regel einfach nur irgendwie halt Platzhalter, kann aber ersetzt werden durch den Text des Gegenstandes, den man da trägt, und der Rest wird wieder mit Platzhaltern aufgefüllt. Also Get Length des Strings vom Kram, was du da einträgst, und dann kannst du ja, ne, Dinge füllen und bla und blub. Meine lieben kleinen Flauschepüpse, ich wollte mal gucken. Ich wollte mal gucken. Genau. Ich habe etwas mitbekommen, meine Lieben. Ich habe zwei Dinge mitbekommen, die mich potenziell erstmal interessieren, ja? Erstens, im Oktober, ja, Gruselmonat, Grusel, 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 wurde etwas angekündigt von Diablo 4. Dass die zweite Season schon mal schöner wird als die erste, ist bestimmt möglich, weil die erste halt auch nicht besonders spannend war. Ich habe in der Zwischenzeit zwar schon mal wieder Diablo 2 gespielt, aber nicht Diablo 4, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal rein, was es so sagt. Ja. Hallöchen. Wir hatten wieder mal so einen, also in den letzten Tagen habe ich wieder diese kleinen Internetabbrüche. Dieses, man sieht das Telegram-Symbol sich kringeln, man sieht bei Discord neu verbinden und das Internet ist für einige Sekunden weg. Bei einem YouTube-Video merkst du es nicht, weil es ja ein bisschen puffert. Die paar Sekunden merkst du nicht. Aber wenn du irgendwie streamst oder zockst, dann fliegst du raus. Ist ja klar. Weil das muss unterbrechungsfrei laufen. Was soll ich sagen? Es kotzt mich natürlich ein bisschen an, aber was soll ich machen? Ne? Kann ich nichts machen. Das habe ich mal monatelang gar nicht und dann passiert mir das wieder. Das merkt ihr dann daran, dass so ein Stream zwei- oder dreiteilt ist. Weil zwischendurch irgendwie alle paar Stunden einfach rausfliegt. Router-Neustart ist tatsächlich immer so das Ding, was man so als erstes dann macht, ne? Ja, ja. Kann ich ja morgen mal machen, wenn ich weg bin, ne? Weil das nervt mich schon ein bisschen. Im Jahr 2023 sollte man langsam so weit sein mit dem Netz, dass man für solche kleinen Ausfälle jedes Mal einen kleinen Mitarbeiter bei der Telekom verschwinden lassen sollte. Sicherzustellen, dass der Netzausbau gegeben ist. Nicht wahr? Naja, Router neu starten kann ich morgen mal machen. Jetzt streame ich ja wieder. Also, meine Lieben. Wo wir gerade beim Thema waren.
Jafar, ich fress dich einfach auf. Woldefuchs ist wieder am Töten. Nein, ich bringe nur kleine Opfer, um sicherzustellen, dass es der Menschheit gut geht. Was? Ich bin beruhigt. Ich habe viel zu viel Energie heute. Es tut mir leid, meine Lieben. Wo waren wir stehen geblieben? Es kam ein Trailer raus für Diablo 4. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. Hallo, Salo. And the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Zombies, Vampire. Them. Brought them back. Hungry. Zombies. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you. Ah ja, beim Kind haben sie es dann nicht gezeigt, dass sie schmattern. Aha. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Warte mal, was habt ihr da so schnell angekündigt, dass man es nicht lesen konnte? Join the Hunt, Season of Blood. 5 neue Endgame-Bosses. Ach, guck mal, das ist schon mal mehr als einer. New Vampiric Powers. Okay, also Vampire, neue Questline. Aha. Ja, da lassen wir uns doch mal gerne überraschen, ne? Ein Vampir-DLC. Ja, es ist so, es ist eher so dieses Vampire, wie man sie früher kannte. Nicht heute. Alle hübsch, glitzer, ne? Eher wie man sie früher hatte. Und Salo, ich bin auch immer pünktlich. Du kennst mich doch. Und dann ist noch etwas rausgekommen, wo ich noch gar nichts auch geguckt hatte, aber ich bin, wo ich denke, Alter, was? Krieg Gänsehaut. Da krieg ich sofort Gänsehaut. Das ist ein Spiel. Das kam 2008 raus und das hat immer wieder ein DLC gekriegt. Noch eine Erweiterung, noch eine Erweiterung, noch eine Erweiterung, noch eine Erweiterung, noch eine Erweiterung. Wir haben das, ich habe dann irgendwann mal ein Let's Play gespielt davon, 2015. Und dann haben wir immer mal wieder reingesneakt in Let's Plays davon. Streamgedöns. Im Stream hat man es dann irgendwann nochmal aufgenommen und ja. Und davon kommt jetzt ein zweiter Teil raus. Und ich denke mir so, was? Wie geil! Ich wusste, dass sowas kommen muss. Dafür ist das Spiel zu verdammt erfolgreich gewesen. Dann gucken wir mal in den Trailer. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Das Internet war gar nicht down. Wirklich nicht. Ich habe es ja gesehen. Ich sehe, ob's kringelt. Danke. Ich sehe ja, wenn es kringelt. Das muss ein OBS-Problem sein. Wenn ich anfange, ein Video aus dem Internet abzuspielen, kackt da ab. Und ich denke mir so, was ist jetzt schon wieder los? Just klickte ich ins Video rein, stand da 0 kbps. Das hat er noch nie gehabt, dieses Problem. Was ist da schon wieder los? Was hat er schon wieder für Probleme, die es vorher nie gab? Und jetzt doch? Weil ich sehe es, das Internet war die ganze Zeit da. Es hat nicht gekringelt, ich hatte nicht Verbindungsabbruch. Das war, OBS verliert alles, sobald ich ein Video aus dem Internet starte. Weil das war letztes Mal ja genauso. Ich starte das Video. Was, Simplex? Was meinst du? Ja, nice. Und ja, Vampire glitzern angeblich. Und zwar, weil ihre Haut so hart ist, dass sich das Sonnenlicht glitzernd an ihr bricht. Ist so die Erklärung dafür.
Probieren wir es nochmal, ja? Ach, du weißt direkt, aus welchem Franchise das kommt. Das ist okay. Ja, gucken wir. Wir probieren es einfach nochmal mit dem Video. Was meinst du mit rein oder raus? Ich bin verwirrt. Hi, Maxi. Barbie-Vampir. Ich versuch's einfach nochmal. Was soll schon passieren, außer dass ihr F5 drücken müsst? Und ich hinterher 3 Millionen Schnipsel aufs Archiv lade. Es geht. Sparta.